Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Jo, wir dödeln hier jetzt in der Nähe vom Sumpf rum. Wollen mal gucken, was wir an Material finden. Gleich fängt er wieder an zu schreien. Nein, ich schreie nicht. Ich habe gerade eine Schlange tot gemacht. Ein Schnürsegel war das nicht, der spuckte nämlich. Ich glaube, ich schreie. Ja, ich schreie gleich wieder. Warte, ich bin kein. Nein, das Zeug will ich nicht an mir haben. Au, nein. Sag doch, er schreit gleich. Was müssen wir rausschneiden? Komm mal her. Nein, wir müssen nichts rausschneiden. Alles gut, bis jetzt jedenfalls. Wie langweilig. Keine Notoperation, keine Amputationen. Moment, irgendwas greift mich hier an, Moment. Irgendwelche Fliegenzeug. Diese großen, was sind denn das? Meganeura heißen die. Okay. Nee, noch nicht. Ich bin ja wieder rausgegangen. Gut gegrillt, bestimmt lecker. Tja. Na du? Du bist harmlos. Gott sei Dank ist dich alles tödlich. Oder fies. Oh, Spock will einen Frosch küssen. Was? Buffo? Wo ist Spock? Ja, vielleicht wird ja eine Prinzessin raus. Das war andersherum. Ja gut, dann musst du herkommen und den Frosch küssen. Ey, geh weg, du Fliege. Hab ich dir alle? Sieht so aus. Eine war hier noch. Ja, wohl doch nicht. Wo rein sie denn? Wo laufen? Ah, da will ich nicht rein. Warum nicht? Nein, ich will das nicht. Mach du das doch mal. Ich bin doch drin, was willst du denn? Na gut, ich krieg bestimmt wieder so ein blödes Vieh an mir. Oh Mann, du. Es gibt nämlich ganz eklige Viecher im Sumpf. Die nennen sich Blutegel. Och, ich wollte das doch nicht verraten. Wollen wir mal zu Redwoods gehen? Die sind doch hier auch in der Nähe, ne? Jo. Ah, Ruine. Oh, Ruine gucken. Das ist einer von den Vögeln, glaube ich. Wo ist der denn? So. Was willst du denn? Aus dir mach ich eine Handtasche. Ruine. Da wäre noch ein Bari. Nö, wir brauchen keinen weiteren Bari. Oh, Mann, oh. Das hatte ich noch nicht. Wo ist er denn? Hast du ihn? Ich glaube schon. Therizinosaurus Dossi. Ah, den hatte ich noch nicht. Das ist gut. Den haben wir noch nicht. Die ist ganz schön groß, die Ruine. Zumindest flächenmäßig. Da kommt ein Titanosaurus. Was ist kommen? Naja, der ist aber wirklich ein bisschen zu groß. Können wir ja nicht mal parken. Ich hab keine Stromkraft mehr. Oh, da ist noch einer. Au, irgendwas hat mich getroffen. Verdammten Viecher. Ich hau euch. Ich sehe nichts. Dann mach die Augen auf. Ja, wenn du grünes Zeug vor Auge hast, geht nicht. Äh,
Jetzt habe ich euch verloren. Ah, da. Man lässt mich doch immer wieder anspritzen. Das sage ich jetzt nicht so. Oh, was ist das für einer? Warte mal, ich habe doch dieses Fernrohr, ne? Dimetrodon heißt der. Aber was macht der? Gute Frage. Also im Moment scheint er sinnlos zu sein für uns. Oh Mann, der ist aber auch wirklich titanös hier. Moment. Was hast du denn da umgenietet? Dieses langbeilige Kroko. Ach so. Seid ihr weiter im Sumpf gegangen? Ja. Ist hier, ja. Ist schon tot? Quack. Nee, ich meine das Vieh hier. Die Metrodon. Das scheint harmlos zu sein. Ja. Der greift da nicht an. Mach da, seid ihr. Hast du uns gefunden? Oh ja. Ah ja, da. Ist aber auch ein Sauwetter hier. Ein Daumenschuss. Guten Tag. Guten Tag. Ja, da wissen wir noch nicht, was das ist. Sieht aus. Ja, hallo. Hallo? Was heißt hier hallo? Jetzt nur nicht kacken. Moment. Schnürsenkel! Schnürsenkel? Gewesen. Och Mann, du mach die doch nicht mal so klein. Naja, die passen besser in die Schuhe. Ich lebe auf großen Fuß, also muss ich auch große Schnürsenkel haben. Aha. Da ist irgendwas lang geflogen, gelaufen. Bist du lecker? Wahrscheinlich. Vorsicht mit deiner Lanze, Vorsicht mit deiner Lanze. Was ist denn mit meiner Lanze? Ach, ein Belzebuffo. Ja, oh, ja, also pass auf, wo du damit hinstehst. Ja, ist ja gut, ich hab ja nicht, da ist irgendwas um uns herum. Ja, ja, ein Piranha. Hast du gedacht, kannst du mich futtern, wa? Haha, au, das tut weh. Oh, der hat mich gebissen. Ja, toll. Ich hab dir gesagt, pass auf mit deiner Last. Ich hab doch gar nichts gemacht. Da waren zwei Piranhas. Wahrscheinlich waren das die Piranhas. Ich hab... Nee. Ich hab nicht getroffen. Ich hab doch so gestanden. Ja, trotzdem. Die Lanze hat einen ziemlich großen Range. Ja, da kann ich doch nichts hören. Soll ich mich totfressen lassen oder was? Ach Leute. Nö, nein, ich. Schnuckelhase, Schnuckelhase. Nein. Nein, ich will nicht geknutscht werden. Ich will jetzt zu pimpern hier. Pimpern nicht mehr, stechen. Was ist denn da drin? Ach, das kommt. Cool. Oh, hier ist noch ein Pfeil, den nehme ich mal mit, ne? Oder wolltest du die haben? Ja, ich bin hier gerade am Sammeln. Oh, entschuldige. Ich könnte die auch geben, wenn du sie brauchst. Nee, alles gut. Nee, lass, alles in Ordnung. Ja, hier gibt es da bestimmt noch den Belzebuffo heißt. Nee, wie heißt der? Naja, diese Quarktaschen. Ja, aber hier gibt es noch mehr davon. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den besser sichtbar haben. Vielleicht kann man... Ah, eine Krokotasche, eine Handtasche. Ich hol mir mal eine Handtasche. Wieso? Willst du Geld von ihnen gehen? Hast du dir eine Couch gekauft? Wer pumpt dir? Wer knurrt dir? Ach so, du. So, mach alles per du Fehler. Es sagt doch mal einer, ich kann das nicht. Da gibt's aber echt eine Mütze. Was hat der denn gefressen? Eine Grille. Ah, da ist er ja wieder. So.
Hier ist ein Buffo mit der Keule. Keule? Ja. Warte, ich versuch den mal. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Kommst du? Kommst du? Nö. Kannst du doch auch machen. Nö, weiblicher Belzebuffo 32. Ich weiß nicht, was sie fressen. Was fressen die? Fleisch. Fleisch, okay. Weil ich sehe dich nämlich gerade nicht. Moment, ich mach mal halbe. Hier, guck mal, Fleisch. So. Fleisch oder Fisch? Oh Mann, ich pack beides rein, Moment. Fisch hätte ich auch noch. Ja, ja komm, kann's haben. Der ist auch relativ sicher an Land. Sei denn, hier kommen wieder... Du wissen, wo du bist. Ach, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Irgendwo in so einem warte mal, ich schau mal auf die Karte. Au! Ey, ich bin jetzt hier mit der Karte beschäftigt, du blödes Miststück, du! Verdammte Scheiße! So, ich hab hier auch noch ein Belzebufo. Oh, ich krieg die richtige Waffe nicht. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Doch, der lebt noch. Scheiß Schlange, ich hab nicht die richtige Waffe gekriegt. Aber meiner lebt noch. Wenn ich doch nur... Ich bin aber K.O., Leute, ich bin hilflos. Ja, ich würde dir ja gerne helfen, wenn ich wüsste, wo du bist. Jo, ich bin ja nicht zum Karte gucken gekommen. Die blöde Schlange hat mich angegriffen. Irgendwo auf einer Linie, nach unten. Ja. Mist. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Ja, ich hätte gleich wieder... Ah, jetzt scheint es wieder besser zu werden. Ich hoffe... Dann guck als erstes auf die Karte und sag mir, wo du bist. Ja, ja, das mache ich. Aber ich muss erstmal wieder klar sehen können. Im Moment... Ich glaube, ich habe da gerade was in Narben aufblitzen sehen. Ich weiß nicht, nur nicht, ob du das warst oder Mann. Kommt mal zu mir, hier liegen drei Belzebufos. Und meinen vierten sollte ich wieder liegen lassen, oder wie? Nein, nicht. Ah, da ist jemand gekommen. Das könnte... Leckere Aussicht hier. Unterlassen Sie sowas. Du, das ist ja nicht kinderfreundlich. Lass das. Was können die Buffos eigentlich? Ja, das weiß ich noch nicht. Die waren was gut. Ja, die waren, glaube ich, irgendwie für Polymer oder für... ich habe immer noch nichts reintun können, weil ich überhaupt nicht dazu gekommen bin. Thema, läuft doch. Läuft noch? Naja. Aber ist doch nichts drin. Ach doch, ja, ich hatte, ja doch, natürlich hat das Fleisch reingedrängt. Hauptsache, mich kreuzt hier nicht wieder irgendein blödes Vieh ein und mal betäubt mich. Hey, was haut mir denn hier um die Ohren? Jetzt hast du ihn gekillt. Nein, nicht schon wieder. Das ist die gleiche Scheiße. Och, Mann. Oh. Sag doch. Du darfst nicht mit dem Speer so nah bei den Viechern sein, die du tamest. Ja, cool. Weil der Speer hat auch hinten... Ja, ich verstehe es. Der wird nach hinten gezogen und dann... Was war noch was Sinnvolles drin? Ja, dein Fleisch, was du da reingetan hattest. Oh ja, das sollten wir mitnehmen, genau. Ich habe hier drei Stück, wenn ihr zu mir kommen wollt. Ja, wenn du uns sagst, wo du bist. Seht ihr den Riesen mit den Stacheln auf dem Rücken? Da gegenüber. Ja, da sind wir gerade. Dann kommt einfach hier, was ist das? Auf 65,50. Okay, dann müssen wir... Oh, ich krieg diesen Scheiß hier wieder nicht hin. Bin ich weit weg. Nee, das ist mir schon klar. Da auf so einer kleinen Wasserkreuzung. Ja, ich hole mir gerade erstmal den Strahl. Den lilanen. Hier ist noch ein Buffo. Warte mal, hier war doch eben ein Buffo lang gehupft. Nee, das war der falsche. So, was ist denn mit dir? Willst du einen auf die Rübe haben? Komm mal her. Boing.
Moin. Halt doch mal still, ich kann nicht hüpfen. So, ich hab noch ein... Schon wieder. Ich glaube, diese... Ach, das geht mir mein verdammter Bogen kaputt. Die haben aber eine lange Zunge. Und die sind aber auch... Meine Güte, ich bin mit diesen Handwaffen einfach nicht gut. Leute, ich kann es nicht ändern. Ich mache den jetzt tot. Ich suche jetzt erstmal die anderen beiden. Wenn ich die dann finde. Was sagtest du, wo du bist? So, Na, ich komme mal Richtung Riesenvieh. Ja, ich bin noch bei dem Großen. Wir kommen immer mehr aus den Löchern. So, folgen die alle? Ja. Hast du sie alle drei schon? Ja. Gezähmt, meine ich? Ja. Also, ich bin jetzt ein Wanderer. Und ich bin jetzt gerade eingeschlafen. Irgendwas hat mich eingeschläfert. Okay. Weißt müsst du, mal auf die, müsst auf die drei Schluffis achten. Ich bin jetzt am Wasserrand, genau da, wo das Riesenvieh ist. Okay. Oder nicht, dass jetzt hier zwei Riesenviecher oben laufen. Betäubung dauert noch etwas. Ich bin auch schon wieder eher von irgendwas betäubt. Irgendwas hat mich umgenietet. Hauptsache, jetzt kommt nichts Größeres. Ich glaube, du bist der Spock, ne? Naja, ich renne um dich rum und pass auf dich auf. Ist hier denn hier irgendwas, was mich umgeschmissen hat? Oder war das... Insekten. Die Buffos vielleicht, ne? Ja. Dass die so ein Gift ausströmen. Also mit der Zunge verteilen, so. Ja, du sollst ja auch nicht Zungenkuss machen. Ja, wenn, dann muss das schon richtig sein. Ah, von Kröten küssen und ablecken, da kann man schon mal Halluzis kriegen. Ja. Ja. Haben sie doch im Dschungel gemacht mit den Pfeilgiftfröschen teilweise. In der schwachen Form. Mein Gott, das dauert aber diesmal lange. Ja, ich vermute mal, bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mal, die Einstellungen stimmen nicht. Nach dem Update oder was. Irgendwas ist da nicht korrekt. Ach, jetzt bin ich wieder da. Okay. Puh. So, lass uns mal Manni suchen. Ja, bin ja dabei. Manni ist gleich wieder wach. Ja, wer, Läuft dein großer Brocken oder steht der? Wie, der läuft da durch die Gegend. Meine ich, warte mal. Unser hat gerade geschlafen. Ja, ich kann nichts sehen. Ich bin gerade noch bewusstlos, so. Nee, meiner steht. Verloren. Hängt in der Luft mit einem Bein. Okay, oh. Dann sind wir irgendwo zusammen. Ja. Ich sehe euch, ich komme. Ah, ich dich auch. Du siehst nur Spock wahrscheinlich, aber ich bin wieder mal verloren gegangen, Leute. Wo ist der Dritte denn? Ich laufe wieder zu dem Großen. Warte mal, irgendeiner ist nicht hinterhergekommen. Ich gehe ihn holen. Bin beim Großen zurück. Irgendwas fliegt doch hier. Jo, den habe ich. Gucken, ob wir jetzt hier. Ja, kann man sich ganz schnell verlaufen. Ah, da hinten sind welche. Ich komme. Ich bin bei Manni. Ja, ich komme gleich. Coco. Und hinter dir ist auch was. Oder ja, war? Das verlorene Schaf. Ah, Schluffi. Schluffi Nummer 2. Oh, Moment, ich pack die jetzt mal lieber weg. Moment. Ja, jetzt kann nichts mehr passieren. Oh. Hey. Der ist so ein bisschen violett. Ah, Handtasche. Wer will sie haben? Leder ist immer gut. Moment. Ich gehe lieber ein bisschen weiter weg. Handtasche? Oh, was bist du? Willst du auch gepikst werden?
Warte mal, die haben irgendwas. Ich glaube, die haben irgendwas. Ach, die haben ich falsche Dings. Na gut. Ich weiß immer nicht, was ich nehmen soll. Die Pike? Nee, die Hacke? Oder die haben irgendwelche besonderen Sachen. Muss man meine Pumpe reparieren? Mach mal. Knutsch mal, vielleicht wird ein Prinz draus. Nee, du bist jetzt der du kannst jetzt vorauslaufen. Moin, drei verschiedene Farben. Schluffi 1, 2 und 3. Ich könnte mal. Moment. Oh, das Wetter wird immer bescheuerter. Ja, wir sind ja auch am Brettboot. Wir hatten gestern vielleicht einen Hagelschauer hier, du. Echt? Ja. Die kann ich jetzt nicht mehr verletzen, ne? Nein. Nein. Dass du immer alles töten musst. Ich hätte dem einen mit der Pompe verpasst. Nein, ich hätte keine mit dem, ich brauche Leder. Ich muss auch Leder haben. Oder Fell oder was auch immer. Leder, Fell, ich brauche alles Mögliche. So, meine Pompe ist wieder repariert. Dann geh doch mal an den Großen hier ran. Aber da traust du dich ja nicht. Nee, den werde ich ganz bestimmt nicht angreifen. Der macht mich kalt. So schnell kann ich gar nicht gucken. Nee, so bisschen bescheuert aus, aber ich bin nicht bescheuert. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, du sagst vor allem immer so. Genau. Da ist doch ein Frosch. Nee, daneben ist auch vorbei. Oh, no, komm her, noch ein. Oh Mann, der verträgt aber einiges. Ah, Hilfe! Wortmaul, nimm mal das Vieh ab. Wortmaul. Was haben wir denn? Wo denn? Da vor Nase. Ja, bleib doch mal stehen. Ach, das harmlose Vieh. Du kannst das gerne übernehmen. So. Womit ich aber den falschen Dings auf hier. Das bringt alles nichts mit den Dingern. Oh, so. Jo, das sind unsere drei. Hast du den Blutegel? Kann man den denn verwerten für irgendwas? Keine Ahnung. Der ist dann weg, glaube ich. Ach so. Vielleicht habe ich auch eine gefressen. Keine Ahnung. Ja, das sind Blutegel. Die sind etwas groß und eklig. Ich kann mag das nicht. Ja, wir sind halt im Sumpf. Naja, mal gucken, ob ich den Großen hier kriege. Du willst das jetzt ernsthaft versuchen? Ja, klar. Nimmt der denn überhaupt Schaden, sag mal? Kannst du dir mehr sagen? Brauchst du nur mit dem Fernglas? Oh ja, warte mal, das könnte ich mal machen. Spezial. Ja, aber so minimal. 228.965. Der wird schon wieder gesund. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist nur Level 4. Du wurdest getötet, na toll. Oh mein Gott. Hauptsache, der kommt jetzt nicht zu uns. Nö, nee, nee. So, die Gesundheit geht wieder hoch. Der ist überhaupt nicht zu killen. Da müssten wir ja schon mit wirklich guten Waffen und so. Das geht nicht.
Jetzt ist die Frage, wie kommst du zu uns? Warte mal, ein Bett aufstellen hilft nicht mehr, ne? Nee. Haben wir auch nicht dran gedacht. Warum auch? Hätten wir das noch vorher machen müssen. Kriegen wir die drei denn jetzt zu uns nach Hause? Ach, werden wir sehen. 72 ist das schon. Das ist ein Elber. 81. Das ist das Küken hier, Stufe 2. Reiten können wir die auch. Cool. Cool. Ein Reittier. Ich mal gleich. Wie heißt die Buffo, ne? Buffo. Buffo. Elze. Ich glaube, die kriegen wir nur in der Werkbank. Elze. Moment. Nee. Ich brauche Fasern und etwas Zement. Fasern und Zement bräuchte ich. Aber für Zement habe ich natürlich nicht mit. 5 Zement. Wird etwas schwierig hier draußen. Ich bin jetzt bei unseren anderen Artgenossen da. Soll ich die mitbringen? Wäre gar nicht schlecht, ne? Oder, Manni? Bin mir hier nicht so sicher, ob das so gut ist. Ich weiß es nicht. Na, dann bleiben sie hier. Lass sie mal da. Das ist doch ein Pio Mio, ne? Pio Mia. Das sieht aus. Ist das ein Tier da hinten? Ach so, das ist der. Ist der. Moment, hier fliegt irgendwas rum. Drei. Ja, Leute, ich bin halt nicht so schnell. Das ist nun mal bei mir so. Ja, auch keine 20 mehr. 3,5 und schüchtern. 60 ist das neue 40. Merkt ihr das mal? Wow, echt? Oh, bin ich 40 Jahre alt? Cool. Was ist das denn hier? 50 ist das neue 30. Bitcoin aufheben, okay. Hey, was ist denn mit dir los? Oh. Baryonyx. Ach, scheiße. Ich hab ihn. Ich fürchte. Sind sie alle? Können ihr mich gerade mal verteidigen? Ja. Sind alle heile? Alle unsere Buffus? Sieht gut aus, glaube ich, ja. Hast du deine Sachen? Die müssen da vorne liegen. Ja, die habe ich schon. Okay. Ja, die Frösche haben wir, glaube ich, gekillt. In welche Richtung müssen wir denn überhaupt? Ist das die Richtung? Warte mal, gucken. Nee, wir müssen da lang, glaube ich. Da hinten ist auch der Obelisk. Alles klar, Spock? Jo, bin wieder voll einsatzbereit. Okay. Wollen wir die jetzt mal nach Hause bringen, unsere Tiere alle? Ich glaube, das wäre besser, bevor wir größere Verluste einfahren.
Jo. Wenn die Frösche nämlich irgendwas können, dann sollte man das vielleicht auch nutzen. Ich meine, dass sie was können. Ja, die können auch was. Ich weiß jetzt nicht, was. Der hat schon zwei Pfeile, schleppt der schon mit sie rum. Ihr geht übrigens aber in die falsche Richtung. Ja, wir müssen hier lang, Manni, in die andere Richtung. Ich komme, fürchtet euch nicht. Bin sofort bei euch. So. Oh Mann, das ist, ich mag den Sumpf nicht. Überhaupt nicht. Wir müssten uns auch mal eben, ihr Lieben, ja, lasst uns eben Tschüss sagen. Lasst uns eben verabschieden. Okay. So, ihr Lieben, das war's wieder mit dieser Folge. Wir sagen einmal Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allem, wenn ihr Gutes tut. Und ich gehe davon aus, ihr tut nur Gutes. Seppel hier vor uns, der geht auch davon aus, ihr tut nur Gutes. Und unser Wanderer genauso. Also... Ja. Denkt an ein Däumchen, ein Abo, ein liebe nette Kommentare und dann sehen wir einmal raus und sagen Tschüss. Tschüss. Bye bye.